Natürlich fahren in Fort Lauderdale nicht nur Autos, Busse und Fahrräder und Rollstühle, sondern auch Züge. Und da bin ich jetzt mal hin auf die Trial Race Station hier in Fort Lauderdale. Einmal wegen den Zügen und einmal wegen Flixbus. Doch vorher schauen wir uns mal die alten, klapprigen Amtrak-Züge an, die auch nicht besser sind wie in Deutschland, und schauen, wie das Publikum, die Zugreisenden, sich hier in den Zug bewegen, ihre Fahrräder dabei haben und sich freuen auf eine tolle Bahnfahrt durch Florida, da wo die Sonne überläuft. Man kann hier toll Zug fahren. Es geht. Doch jetzt zu unserem Flixbus hier in Fort Lauderdale, wo er immer pünktlich 8.03 Uhr abfährt. Jesus, der Fahrer des Flixbuses, hat mich bereits angefunkt über meine Pager, dass er jetzt gleich um die Kurve kommt. Und er ist da und freut sich, kameratauglich auftreten zu können. Flotter Typ, ausgeruht und wach ist er. Die Fahrgäste freuen sich über die großen Kameras, die sie heute begleitet. Wir schließen auch schon die Tür, denn der Zeitplan ist ziemlich genau bei Flixbus. Und jetzt geht es los Richtung Kissimmee. Das ist mitten in Florida und da bin ich dabei und freue mich, denn ich muss ja nichts bezahlen. Von dort aus fahre ich wieder mit einem anderen Flixbus wieder zurück, bin aber 3 Stunden in diesem Ort Kissimmee, wo eigentlich Florida so seine Ureinwohner hatte, und bin dann wieder in Fort Lauderdale am Abend und muss sagen, es war eine tolle Fahrt mit Flixbus, es hat mir gefallen und die Werbung ist in allen Punkten ehrlich. Flixbus fahren ist das Beste, doch die Greyhound Bus gibt es auch, aber der ist ein bisschen später dran und fährt hinter uns her genau die gleiche Strecke. Das ist eben Wettbewerb in Amerika, der eine für 8 Euro, der andere für 20. Freut euch auf Florida, freut euch auf Flixbus, eure Mobilität in Florida.